Hallo, liebes Lieblingsrudel, willkommen zu Türchen Nummer 23 an unserem Adventskalender. Und ihr seht ja, ich bin bei mir im Büro und nicht im Weihnachtsstudio, weil so langsam muss ja auch ich mal so ein bisschen das Weihnachtsfest vorbereiten. Bin ganz fleißig hier am Putzen und Geschenke verpacken und da habe ich mir gedacht, eine ganz coole Idee haben wir ja noch für euch. Und zwar hat Mama, also ich habe den Anfang gemacht und Mama hat es fertig gemacht, diese wunderschönen Frostgläser gemacht. Schaut euch das mal an. Seht ihr das? Und die lassen sich nämlich ganz einfach selber machen, dieses Glas. Wenn man das so haben will, als wäre das gefroren, kann man nämlich ganz einfach mit Wasser und ein bisschen Meersalz machen und dann kann man es noch schön gestalten, wie die Mutti das gemacht hat. Deshalb heute für euch nochmal ein kleiner DIY-Tipp, diese Frostgläser als Windlichter, wie man die selber macht und ja, das zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit! Ja, und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Zum Beispiel, oder die anderen, die ihr jetzt hier seht. Wenn ihr Lust habt, es nachzumachen, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Man braucht ja nicht viele Sachen dazu. Einfach ein Glas, bisschen Wasser, Meersalz und dann ein paar schöne Dekoartikel. Also sollte man eigentlich zu Hause rumfliegen haben normalerweise. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen und dann sehen wir uns morgen zum letzten Türchen an unserem Adventskalender. Tschüss! Und natürlich auch heute möchte ich euch nicht vorenthalten, was in meinem Adventskalender drin ist. Jetzt ist ja nun fast Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schon alles zusammen.
Obwohl, es geht ja nicht so sehr um Geschenke dieses Jahr, glaube ich, ne? Wichtiger ist, dass wir alle schön zusammensitzen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was sich hinter Tür Nummer 23 verbirgt. Uiuiui, was machen die denn da? Ach, das Spiel? Haben die etwa schon ihre Weihnachtsgeschenke gefunden, die Kinder? Und ein paar gucken aus dem Fenster. Sieht so ein bisschen aus wie weiße Weihnacht bei denen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob bei euch Schnee liegt. Habt ihr denn dieses Jahr weiße Weihnachten? Das wäre doch mal was, oder? Das wäre ja richtig traumhaft.